Sehr geehrtes zuschauendes Individuum, wir laden Sie herzlich ein zu unserer Kreuzworträtselrunde Tag Nummer 21. Es ist schön, Sie wieder hier begrüßen zu dürfen. Und damit werde ich gleich einmal versuchen, dieses Rätsel zu lösen. So, ja. Der Kaviar-Lieferant ist mal wieder der Stör. Apropos Stör, ich hoffe, es hat niemanden verstört, wie ich letztes Mal gesprochen habe. Ich habe einfach mal so Lust drauf gehabt. Ja, gucken wir mal. Ah, okay, Klebeband, Klebeband, ja, ja. Sollte sich zufällig für diese merkwürdige Stimmlage eine Mehrheit finden, kann ich das auch gerne weitermachen. Ansonsten lass ich's. Bindewort als zum Beispiel. Ja, das ist richtig, richtig. Das ist so richtig, richtig. Da dieser Part hier am Dienstag hochgeladen wird, wollte ich nur mal anmerken, in wenigen Stunden, zumindest vom Freischalte-Veröffentlichungstermin an, habe ich einen Stream, einen Livestream geplant. Genau. Ich überlege gerade, um welche Uhrzeit ich das eingestellt hatte. Ich glaube 18 Uhr. Wer also zwischen 15 und 18 Uhr das hier sieht, wird jetzt wissen, dass ich dann einen Livestream mache. Falls es nicht 18 Uhr sein sollte, ist es 19 Uhr. Ein Halbedelstein ist doch bestimmt ein Opal. Ja, ja. Ja, ja. Ich brauche hier einen Sani-Täter. Ein Sani-Täter. Ist das jemand, der Sahne auf Kuchen macht? Ist das was Schlimmes? Ein Nachwort. Meinen die einen Epilog? Die meinen einen Ethilog. Epilog. Uroma. Anscheinend ist ein Synonym für Uroma auch Urli. Ja. Auf jeden Fall, einsam können wir hier auch noch eintragen. Blutader. Nö, weiß ich noch nicht. Ein Weichling. Hier bei dem Erdteil würde ich mal fast sagen, das könnte Europa sein. Und hier zumindest Ans. Ja, ja. Dann haben wir hier noch Gans. Das reimt sich auf Ans. Der Gebetsschluss hatten wir schon mal. Hatten wir schon mal. Großmutter ist die Oma. Der Schwingkörper könnte das Pendel sein. Ist es auch. Saugwurm ist ein Egel. Jura-Formation. Ja, genau. Zahnfäule. Karies. Biblischer Priester. Puh. Dienstboten. Dienstboten. Unerwünscht. Was haben wir denn hier noch so? Eine Körpergegend. Das Bootsrennen weiß ich zumindest schon mal. Das ist die Regatta. Enthaltsamkeit. Ja, wie hieß denn das nochmal? Wie hieß denn das nochmal? Keuschheit hätte ich jetzt gedacht, aber das ist es nicht. Zusammenstoß. Bums. Unerwünscht. Was ist denn noch unerwünscht? Dann machen wir erstmal die Weinernte mal wieder. Streng. Ja, jemand ist, nee. Immer noch nicht. Anruf an Gott. Keine Ahnung, auswärts, wie heißt denn das? Auslandsanruf? Nein. Körpergegend, was könnte das noch so sein? Abteil. Griechischer Buchstabe. Wäre zum Beispiel Omega möglich, oder? Weil das A ja stimmt. Der andere Teil der Pokémon-Reihe. Und es ist das Alpha. So, dann haben wir hier einen Erlös. Ja, es wird doch langsam.
Ah, natürlich, die Blutader ist die Aorta. Und dann ist Trist bestimmt öde, genau. So, damit haben wir die Aorta. Zusammenstoß, ja, Crash zum Beispiel. Und das ist es auch. Streng könnte auch hart sein. Ich hätte an harsch gedacht, aber das ist es ja in dem Fall nicht. Enthaltsamkeit ist auch die Askese. Für Leute, die das jetzt zufällig gerade nicht wissen. Also ich wusste es zufällig. Gezogener Wechsel. Oh Gott. Ja. Ja, ich weiß, glaube ich, was gemeint ist, aber die Körpergegend ist erstmal Achsel. Unerwünscht. Weiß ich immer noch nicht. Englisch wirklich ist dann wohl real. Bayerisch für Scheune. Das ist ja Sch da Sta Stadel. Oder so. Na, na. Französischer Artikel. Dieser unbestimmte ist es nicht. Es ist le oder la. Strom in Sibirien. Ach Mann. Erstmal machen wir den Garten Gottes. Stadel. Also das möchte ich ja mal sagen. A Stadel wird nicht mit E geschrieben. West. Das ist ja eine Frechheit. Oder vielleicht, keine Ahnung, je nachdem. Ich würde gerne mal die echten Bayern in den. Moment. Erstmal trage ich das ein. So, ich würde gerne mal die echten, richtigen Bayern in den Kommentaren fragen. Erstens mal, ihr dürft mich ruhig dafür tadeln, dass ich jetzt gerade versucht habe, einen Dialekt nachzusprechen, obwohl ich nicht aus der Gegend komme. Das ist euer gutes Recht. Huch. Und außerdem würde ich jetzt auch gerne mal wissen, wird das eh nicht üblicherweise dann in der Schreibweise weggelassen? Also man kann es sicherlich auch mit E schreiben, aber würde man das im üblichen Gebrauch auch? Das würde ich gern wissen. Biblischer Priester. Weiß ich immer noch nicht. Ach Mann, jetzt fange ich schon mit so Richtung Österreichisch an. Ich sollte das lassend sein, ja. Unerwünscht. Rennt. Rennt, glaube ich, ist das. Dienstboten. Gewinde, Gebinde, Geminde. Gelinde gesagt, weiß ich jetzt tatsächlich nicht, was die meinen. Gerinde, Getinde, Gezinde, Gesinde hatten. Ah, warte mal. Hatte ich nicht gerade Gesinde schon irgendwie? Nee, ist es wahrscheinlich, hatte ich nicht gesagt. Ela, Elo, Ele. Eli? Eli war's. Der biblische Priester. Die Jura-Formation. Oh Gott, was war denn das? Traute? Nee. Trakte? Nein, auch nicht. Hätte ja sein können. Dann hätten wir hier scherend, aber das hätte ich nicht. Seherend, soherend, soherend? Nee. Saherend? Seherend? Ich glaube. Ach so, die meinen störend. Eine Tratte war das. Ah. Ja, in dem Fall könnte ich das sogar mal versuchen zu erklären. Wechsel ist ein altes, wie soll ich sagen, Zahlungsmittel, welches eigentlich keiner mehr benutzt, so verwandt mit dem Scheck. Genau.
Und ja, wenn der gezogen ist, dann heißt das, der wurde sozusagen eingelöst. So. Und dann heißt der wohl an, wie es aussieht, Tratte. Nur mal um das. Ich weiß, was der Weichling ist. Memme. Lies? Nein. Ich versuche erstmal. Ich habe erstmal A versucht. Und A hat funktioniert. Ja, Lias. Eine Jura-Formation heißt Lias. Wobei, vielleicht ist es wirklich nur eine Jura-Formation und nicht die Jura-Formation. Wer weiß, wer weiß. So, waren denn hier diesmal wieder Wörter dabei, wo ich wirklich. Also, ich sag mal so, Urli würde ich einfach mal glauben. Tratte, ja. Wird man heutzutage nicht mehr brauchen, das Wort. Aber ja, erklärt habe ich es. Ich habe versucht, es zu erklären, nach dem Wissen, welches ich denn habe. Ansonsten, Gesinde, muss ich ehrlich sagen, kann sein, aber wenn du noch ein L dranhängst, dann kommt schon wieder ein Wort raus, was im Negativen meistens genutzt wird. Habe ich auch, also, wer schickt denn sonst so sein Gesinde los von euch? Bitte schreibt es in die Kommentare, falls ihr Gesinde habt. Und falls nicht, dann tut es eben nicht. So, genau, der Epilog dürfte klar sein, gerade auch so Spielen. Das ist dann das sozusagen Gegenteil vom Prolog. Na, dann würde ich mal sagen, jetzt wo wir die Worte so durchgeguckt haben, alles gut. Gehen wir doch zum nächsten Rätsel. Und ich würde es mal wieder. Ja. Es sind sogar nur fünf Buchstaben, das heißt, es wird jetzt nicht lange dauern. Hey, hier bin ich bei mir. Bei 2 bin ich mir noch nicht sicher. Bei Anbau könnte Anbau reinkommen. Okay, ja, ich weiß jetzt, was bei 4 reinkommt. Ah, Mist. Da der Anbau. Was könnte der Anbau sein?
Ich krieg hier so langsam das Baumaterial los, hin. Nee, irgendwas muss da falsch sein. Okay, ja, ich glaube, jetzt habe ich's. Also zumindest was hier das Baumaterial ist. Oh Gott. Also ich hätte tatsächlich gerade eine Idee. Kann doch nicht hinhauen. Das kann so nicht hinhauen. Nee. Nee. Ich bin doch noch nicht ganz dabei. Aber trotzdem, ich würde jetzt einfach mal sagen, also auf jeden Fall kommt in die 1 ein I. Ich weiß noch nicht, wann, was dann. Wobei, ich würde das mal probieren, ob das jetzt wirklich so ist. Sächlicher Artikel. Ein. Nee. Ach so. Das. Nicht unbestimmter, sondern sächlicher war gemeint. So, ich würde nämlich sagen, das hier ist das Gerippe. Und das ist es auch. Also die 1 haben wir schon mal richtig. So, der Handgriff ist mir noch nicht so ganz klar, aber die Hirschart ist das. Ah, okay, deswegen war das so schwierig. Handgriff, erstmal machen wir hier die Ware. Machen wir hier die Sekte. Sekre, Sekte. Genau. Ach, der Handgriff ist. Ah, okay, ja, dann kommt hier wirklich ein N rein. Das hatte ich schon mal vermutet. Dann kommt hier ein D rein, hier kommt ein E rein und hier ist es tatsächlich mir noch nicht so ganz klar. Meinen die einfach nur das Wort Indes oder meinen die das Wort Index? Und jetzt geht's also los. So, wenn wir auf Hetze gehen, dann ist es bestimmt nicht Hass. Aha. Wird aber immer zusammen benutzt in letzter Zeit. So, ich glaube, hier haben wir erstmal Beton. Ja. Hoch. Bevor es Ehe. So, die sibirische Waldsteppe, da fallen mir jetzt gerade nur zwei ein, die in Frage kommen könnten. Das sind Tundra oder Taiga. Nee, Moment, geht ja gar nicht. Dann ist es sowieso die Taiga. Natürlich, dann ist das die Taiga. Hetze, Eile ist gemeint. Das ist überhaupt nicht die hasserfüllte Hetze gemeint gewesen. So, so. Ja. So, dann haben wir hier das Öl. Also ich könnte mir auch vorstellen, dass hier jetzt wirklich gerade ein X reinkommt und das Lösungswort Index ist. Das Doofe. Wenn wir das jetzt weiter rausfinden wollten, dann müssten wir jetzt die Kleidform. Müssten wir die rausfinden. Und das würde ich jetzt auch gleich mal versuchen. Oder wir wissen doch, was das. Wenn da jetzt wirklich ein X reinkommt, dann. Das wär's ja jetzt. Nein, ist es auch nicht. Aber das X ist richtig. Dann ist das ein Annex. Ah, okay. Ah, daher kommt wohl auch Annektieren.
Oder die Annexion. Annexion. Hänger? Kleidform, Hänger. Wissen wir alle. Ja, aber also zumindest Annex als Anbau kann ich mir vorstellen. Ja, klingt erstmal in Ordnung, glaube ich. So, deutscher Adelstitel ist zum Beispiel der Graf. Und da haben wir es auch schon. Die Wurfscheibe ist also Frisbee. Crispy Frisbee. So, grob ist dann derb. Ich glaube, das hieß Rädern. Ja, ist voll uncool. Sollte man nicht machen, ist. Ne. Oh. Was gibt es denn noch so für ein. BR, Bayerischer Rundfunk. Ja. Abgeteilter Raum ist wieder mal das Separé. So. Und das Körperorgan ist dann die Niere. Konsole. Genau. Warum habe ich da ein E drin? Weil das ein Panel ist. Und hier das Ackerpferd ist der Gaul. Dann haben wir hier nämlich ISDN. So bin ich auf das N hier gekommen. Mit dem Gaul bin ich auf das L gekommen. Und dann A und E musste ich mir nur noch dazu denken. Italienisch für Kopf. Englisch Schritt machen wir erstmal. Step. So. Schneien funktioniert nicht. Keltische Volksgruppe. Oh weia. Heimatplanet. Ja, Mars. Aber ich meine, die meinen hier die Erde. Hier haben wir den Anstieg. Das wusste ich auch noch. Deswegen hatte ich das G für Gaul. So, Gliederband. Nee, Kompaktdisk machen wir erstmal. So. Dann rieseln. Sickern. Nee, eigentlich dürfte das nicht sein. Machen wir erstmal hier okay. Doch, sickern ist gemeint damit. Okay, ja, na dann haben wir das doch auch schon mal. Gliederband ist dann die Kette. Also der Griff hier, den wir vorhin einfach mal so liegen lassen haben, ist natürlich der Henkel. Das Verbindungsstück ist ein Gelenk. Der Irländer ist nämlich der Ire. Feurig. Feurig. Also ich kann mir nur vorstellen, dass hier entweder rausig, nee, rassig. Rassig meinen die. Ah, die meinen die Art von feurig. Ach Mann, immer die mit ihren mehreren Bedeutungen. Immer diese Doppeldeutigkeiten. Ja, Deutsche Triathlon Union. Obviously. Okay, ja. Rogette. Roulette. Rouette. Rouette. Ich habe tatsächlich gerade keine Ahnung, was für ein Ornament da gerade gemeint sein soll. Oh. Okay, ja, natürlich. Natürlich. Das Wort ist gemeint. Ja. Klar. Das ist ja dieses rosig aussehende oder so. Genau. Was man auch versehentlich als ein unflätiges Wort verwenden kann. Ich vergesse immer, dass das auch ein Ornament sein kann. Richtig, richtig, ja. Damit haben wir es mal wieder für heute geschafft. Tag 21 ist rum und die Rätsel sind gelöst. Also ich glaube,
mit Annex kommt jeder klar. Rädern, weiß ich nicht, ob ich da wirklich jetzt so den Wikipedia-Artikel dazu verlinken möchte. Ich kann auch gerne erklären, das ist, da wird jemand aufs Rad geschnallt. Im Zweifelsfall, wenn ihr mal Glöckler von Notre Dame gesehen habt, dann dürfte euch da sowieso eine Szene im Kopf sein. Ich musste mir das im Kindergarten, ach nee, nicht in der Schule, in einer der ersten Klassen anschauen. Ach, für mich ist sowas, das ist zu viel Gewalt. Das möchte ich mir nicht ansehen. Dann lieber sowas wie Saw, wo man dann weiß, okay, das ist wirklich so over the top. Das haben die Leute, das machen die Leute nicht ständig oder haben es nicht ständig im Mittelalter gemacht. Obwohl vielleicht auch. Ach Mensch, das Mittelalter war sowieso komische Zeit. Ganz komische Zeit. Ja, ISDN höchstens für alle, die jetzt nach den 90ern geboren wurden. Das gab's mal. Ja, ansonsten weiß ich jetzt auch nicht. Das Separé hatten wir auch schon öfter. Die Taiga ist eben die sibirische Waldsteppe. Geografieunterricht ist das dann halt. Ja. Die Kleidform Hänger, die würde ich tatsächlich gerne mal mit reingeschnitten haben. Habe ich dann wahrscheinlich auch. Weil ich gerne mal wissen will, was ist denn diese Kleidform. Vielleicht zeige ich euch auch noch mal eine Rosette. Entschuldigung, aber wenn man weiß, dass das auch noch eine andere Bedeutung haben kann, dann kommt so ein Satz irgendwie komisch rüber. Und ihr kennt mich, ich bin ja in der Hinsicht sehr zweideutig. Ja, also bis zum nächsten Mal. Vielen Dank wieder mal fürs Zuschauen. Und ja, wir sehen uns hoffentlich wieder morgen.